Ja, unsere Innenstädte insgesamt stehen vor der Herausforderung, dass der stationäre Einzelhandel in Konkurrenz steht zum Onlinehandel. Insofern geht es darum, wie kann man die Innenstädte attraktivieren? Wie kann man das Einkaufserlebnis wieder nach vorne stellen? Und dieses Einkaufserlebnis ist auch bedingt dadurch, dass ich keine störenden Lieferverkehre mit Lärm und Dreck haben möchte als Besucher. Deswegen haben wir über Befragungen, aber auch über das Thema Ling liefert, was wir schon vor der Corona-Krise hatten, hier nochmal perfektioniert. Beim Ling liefert geht es darum, dass ich meine gekaufte Ware bequem nach Hause bekommen kann und kann weiter durch die Stadt bummeln. Hier angedockt kommt unser neues Thema, nämlich Last Mile Logistik Hub, um zu sagen, wie kann die Ware, die zu den Händlern kommen muss, wie kann sie dann nochmal perfektioniert geändert werden, eben dass es jetzt mit klimafreundlichen Lastenfahrrädern funktioniert, die auch nicht innerhalb der normalen Einkaufszeit erlebt, sondern außerhalb der Zeiten. Deswegen haben wir dieses Konzept genommen und sind sehr dankbar, dass wir da auch ausgewählt wurden. Die großen Vorzüge für Städte wie Ling sind in diesem Förderprogramm, dass wir mit visionären Gedanken hier auch für Mittelstädte vorangehen können und vor allem, dass auch diese Förderanträge sehr einfach auch gestaltet sind. Das sind, glaube ich, Dinge, die die Zukunftsräume Niedersachsen nach vorne stellen und die sie so attraktiv machen.